Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Skorpion, zu deiner Oktoberenergie 2022. So, jetzt bin ich auf dich sehr gespannt. 4 habe ich schon gemacht. 4 Sternzeichen und das waren alle auf ihre Art sehr, sehr interessant. Bin ich gespannt, was jetzt bei dir kommt. Deine Hauptenergie legen wir da drauf, die brauchen wir erst später. Und bei dir dreht sich's im Oktober um die Freude. Das ist doch ein schöner Überblick über den Monat. Ein Monat der Freude. Schauen wir mal. Ja, die wird teilweise blockiert. Die blockiert deinen großen Erfolg. Nein, dadurch, dass die Freude blockiert, wird der große Erfolg... Jetzt lass mich mal überlegen, das gibt noch überhaupt keinen Sinn. Lass mich mal hier fertig machen, weil hier kommt ein großer Erfolg der Wahrheit, den du anzweifelst. Darum blockierst du die Freude. Ah, okay, verstehe. Du hast hier wirklich Anlass zur Freude. Blockierst den aber, weil du diesen großen Erfolg der Wahrheit anzweifelst, weil du das noch nicht so glaubst. Du wirst aber die Zweifel verabschieden und in deine Ordnung kommen, sage ich jetzt mal. Noch nicht ganz sicher, aber lassen wir es mal. Freude im finanziellen Bereich. Und hier liegt die Tochter. Die Tochter, der Sohn, eine Freundin, bla bla, du weißt. Die wiederkehrend ist. Also entweder kommt die Tochter wieder heim oder sie war, was weiß ich, in Urlaub, kehrt wieder oder. Immer ist hier ein großer Erfolg der Wahrheit mit drin, der auf irgendeine Art, ja, er blockiert wird, weil hier eben Zweifel entstehen, genau so war das. Und da haben wir keine wiederkehrende Freizeit. Vielleicht kann die Tochter hier endlich wiederkehrend in den Urlaub fahren, weil jetzt das Positive mit dem Geld hier entstanden ist, kann möglich sein. Du nimmst es aber an, weil du erkennst es. Ja? Du verabschiedest die Zweifel, weil du es eben die Wahrheit erkennst. Und auch die Zweifel erkennst. Also du kennst dir dann irgendwann den Unterschied. Du erkennst eine neue Ordnung, die von irgendwelchen Menschenbereichen, Zusammenschlüsse hier verabschiedet werden. Nein, die neu entstehen, genau so mag ich, und dadurch verabschiedet sich die Zweifel. Aber erst glaubst du noch nicht dran. Also hier ist irgendein Erfolg in deinem Leben, an den du noch nicht glauben kannst, den du, wo du dich noch nicht freust, weil du da sagst, da stimmt was nicht. Also, aber es wird sich dann rausstellen, dass du deine Zweifel verabschiedest, weil sich hier wirklich eine Ordnung einstellt. Hier ist ein finanzieller Vertrag, der Stress macht. Jetzt schauen wir mal, was für Stress das wir haben, aber ein positiver Stress, weil dieser Vertrag, wer was auch immer es sein mag, ein Übereinkunft, ein irgendetwas, was dich positiv gesund, also dass die Gesundheit wiederkehrt, und das ist aber sehr positiver Stress. Das ist wie, jetzt mal ganz platt gesagt, die Regierung sagt, wir machen Nord Stream 2 auf, das Gas ist wieder billig, dann ist dieser Stress mit dem Geld vorbei. Also wäre jetzt so eine Möglichkeit, bloß das hier, da ist positiver Stress, weil irgendetwas wiederkehrt zur Freude und das mit großem Erfolg. So, dann bist du selber. Wir vernachlässigen, nein, du vernachlässigst immer mehr die Zauberin. Nein, lass mich mal überlegen, weil du erkennst hier, du hast mehr Zauberin, du vernachlässigst, was vernachlässigst du hier, wo liegst du nur drauf? Auf irgendwas auf dich zukommt und auf einen Neuanfang. Da schauen wir uns noch, da muss ich noch warten, weil ich noch nicht weiß, was du da vernachlässigst. Die Zauberin und das Erkennen, Abschied der Zweifel, da kannst du nicht die Zauberin vernachlässigen, weil das wird dann hier dann keinen Sinn ergeben. Also ist es das auch nicht. Wir schauen mal. Ein Vertrag, der Sorgen gemacht hat. Positiver Stress, negativer Stress. Schauen wir mal, sehr positiver Stress, der sich hier ins Positive wandelt, weil hier hast du wirklich Gesundheit, Erfüllung und alles sehr positiv im Gefühl und auch eine Partnerschaft zu deiner Erfüllung, zu deiner Freizeit, zu deiner Wahrheit. Das heißt, also du wirst hier sehr viel erkennen. Hier liegt auch gleich dein Partner.
ein Verlust der Vernachlässigung und ein Verlust der schlechten Gefühle. Jetzt ist auch die Vernachlässigung klar. Du erkennst hier, verabschiedest den Zweifel, nimmst ihn an und durch das Annehmen und Verabschieden kannst du es vernachlässigen. Denn du erkennst ja mehr und mehr eine neue Ordnung, die irgendwo entsteht. Und dadurch kannst du auch die Vernachlässigung vom Partner, die in letzter Zeit ein bisschen mehr war, in Verlust gehen und auch die schlechten Gefühle. Also hier wird die Partnerschaft dann auf einmal wieder groß geschrieben. Du selber liegst auf einen Gewinn. Hier ist etwas vorbei, durch, mit einer Nachricht und Hilfe. Das ist nämlich sehr schön hier. Unbekannte Person, Wissen erlangen und Bewusstsein. Und dein Energie, die alles überspannt, ist lange Zeit. Okay, das heißt, das, was du jetzt machst, was du jetzt erlebst, was du jetzt kreierst, gestaltest, wird lange Zeit Bestand haben, aber auch, es wird sich hier Sachen wandeln, weil die Wahrheit rauskommt, die schon lange Zeit eigentlich da sind, aber dir oder uns oder so oder den Skorpionen nicht bewusst war, je nachdem. Also, wir haben hier, wo liegen die da auf der großen Familie? Fangen wir mal vorne an, machen wir mal so. In der Arbeit liegt Bewusstsein, bewusste Freude, bewusster Gewinn, bewusste Ordnung. Hier wird sich etwas ändern, weil du hier den Verlust der schlechten Gefühle hast, weil du eben Wissen erlangst, dass irgendetwas, irgendwelche Blockaden vorbei sind. Also ist eigentlich sehr positiv, wird sich aber erst entwickeln. Du wirst das Wissen erst drüber lange, es wird nicht so sein gleich, aber dieses mehr Verlust und mehr schlechte Gefühle wird sich auflösen im Laufe des Oktobers, sage ich jetzt mal, oder geht es noch ein bisschen weiter, aber es wird sich auflösen. Finanziell ist genau das Gleiche. Hier ist mehr Verlust drin, du erkennst aber den Abschied von dem Verlust. Auch wird dir bewusst, dass du vieles nicht wusstest. Durch dieses Wissen erlangen ist wieder Blockaden und der Abschied vorbei. Also hier tut sich auch erst was, aber auch erst im Laufe der Zeit wirst du dieses Wissen, was du hier bekommst, bewusst umsetzen können. Dann geht das ja alles im Verlust. Dauert, ist eine Entwicklung, aber es ist sehr positiv. Die große Familie, da liegt eben vorbei drauf. Aber dieses Vorbei ist nicht diese Erfüllung, dieses Liebe und Glück, sondern ich gehe davon aus, dass diese Sorgen vorbei sind, dieser negative Stress vorbei ist, weil die Erfüllung eben auf dich kommt. Durch Wissen, damit kannst du die Blockaden verabschieden. Was hier in der großen Familie wirklich vorbei ist, kann ich dir jetzt im Einzelnen natürlich nicht sagen. Aber man wird Nachrichten erlangen, man wird das auf irgendeine Art und Weise erfahren, die große Familie wird es erfahren und es wird ein Gewinn sein. Die Sorgen, die eigentlich deine große Familie hatte, auch die werden peu à peu weniger werden und vorbei sein. Das ist aber auch eine Entwicklung, weil hier haben wir die Sorgen, die gewinnen, aber auch Sorgen, die vorbei sind. Das heißt, das wird hier langsam peu à peu gehen und auch dieses Gefühl immer in Verbindung mit der großen Familie. Also großer Freundeskreis, du weißt. Dein Partner liegt auf schlechte Gefühle, auf Sorgen. Der macht sich Sorgen ums Geld, der macht sich um alles Mögliche Sorgen. Momentan ein bisschen mehr. Das ist genauso wie bei dir. Hier kommt ein bewusstes Wissen, was das alles vorbeigehen lässt. Es kommen gute Situationen, Situationen oder sonst irgendwas, Verträge auf dich zu, die das alles wirklich wieder ins Positive bewusst bringt, aber das dauert bei dir wie bei deinem Partner, der wirklich auch hier langt. Ihr müsst hier erstmal Wissen erlangen und wenn du zum Beispiel dir irgendetwas manifestierst, bewusst oder unbewusst, das ist vollkommen wurscht, wird es so lange brauchen, wie du es wie du bereit dafür bist. Nicht nur wie schnell oder wie sicher du das runterziehen kannst, sage ich jetzt einfach mal, sondern auch, ob du schon bereit dazu bist. Und hier ist es so, hier musst du noch irgendetwas verarbeiten, irgendein Wissen erlangen, irgendetwas erleben, um das ins Positive zu kehren. Das sagt hier. Also hier ist noch etwas unbekannt, das musst du erst noch erleben. Das ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Also du musst hier nichts Schlimmes erleben. Es ist auch keine Pleite oder sonst irgendwas, sondern es ist irgendeine Situation, die du dann vernachlässigen kannst,
wenn du es verarbeitet hast, wenn du es erlebt hast und dann kommt bewusst dieses Wissen dazu und dann kommt auch die Zauberin. Also es ist nichts Schlimmes, du musst das aber erst noch erleben. Und auch dein Partner, das ist eure gemeinsame Aufgabe hier. Hast du keinen Partner, dann ist es hier, du hast, sag das hier, in der Partnerschaft noch schlechte Gefühle an der vergangenen Partnerschaft oder. Da musst du erst, die musst du erst auch in Verlust gehen lassen, das heißt drüber nachdenken, Wissen erlangen, warum, wieso, das transformieren, bevor der neue Partner überhaupt kommen kann. Weil so hältst du an den alten fest, an den alten negativen. In der Liebe liegt aber schon die Erfüllung, die liegt auch daneben. Du machst dir zwar Sorgen drum, aber wie ich da schon gesagt habe, das hat peu à peu weniger. Und bei dir passiert alles so peu à peu. Bist denn du das Skorpion? Die Liebe kommt aber in der Erfüllung, auch in der Partnerschaft. Also hier kommt wirklich eine erfüllte Partnerschaft, ob du jetzt eine hast oder nicht. Wenn du eine hast, wird es wieder viel reichhaltiger, viel erfüllter. Wenn du keine hast, kommt hier eine. Aber wie ich hier schon gesagt habe, wenn du keine hast, aber selbst wenn du eine hast, sind hier aus der Vergangenheit, und weil schlechte Gefühle kommen immer aus der Vergangenheit, musst du erst hier verarbeiten, bevor du es loslassen kannst oder bevor du es vernachlässigen kannst, annehmen kannst und es neu bewusst zu gestalten und das hier eintritt. Also das setzt hier das voraus, weil sonst kann das nicht in Erfüllung gehen. Also nicht die Erfüllung sein der Gefühle und der Partnerschaft, wenn du das hier nicht wegmachst, weil es liegt nämlich direkt auf deinem Partner. Und das Gleiche gilt auch für deinen Partner. Der weiß das noch nicht, aber er hat auch hier in der letzten Zeit mehr Verlust, mehr Ängste, mehr keine Ahnung was, also eigentlich mehr negative Gefühle gehabt, die müssen jetzt erstmal verarbeitet werden und dann kommt aber auch wieder das wirklich Glückliche zu euch. Genau, solltest du keinen haben, habe ich dir erzählt, und solltest du keinen haben, kann es sein, dass dein neuer Partner entweder aus dem weitesten gehenden medizinischen Bereich ist, möglich, muss jetzt nicht möglich, kann aber auch sein, dass der über Umwege zu dir gelangt, sei es, dass er aus dem Ausland kommt oder einfach wirklich der Freund des Freundes, des Cousins von deiner Cousine, auf solche Umwege er zu dir kommt. Also kann beides möglich sein, nur dass du es weißt. Kennen tust du es nicht. Also kennen tust du ihn nicht. Also der ist noch völlig fremd für dir. Da hat sich jetzt die Batterie gemeldet. So, wir waren beim Partner. Genau, das hatten wir. Liebe Partnerschaft, Erfüllung habe ich dir auch schon erzählt. Und für die Erfüllung in der Partnerschaft bekommst du auch von unbekannter Seite Hilfe durch Nachrichten, durch Wissen und so weiter. Du darfst immer mehr vernachlässigen. Du darfst die Zweifel annehmen. Denn du erkennst auf einmal wirklich, was wirklich Sache ist. Und das eigentlich als ganz aus dem Bauch heraus, sage ich jetzt. Weil das hier ist die Tochter. Vom Wesen her ein naives, junges Mädchen, was sehr vom Bauch raus entscheidet. Ohne es, nicht wertend, nicht negativ. Aber das wirst du erkennen aus dem Bauch heraus. Und dann kannst du es auch verabschieden. Gut, dann haben wir Tiere. Gruppe Menschen, also wenn du ein Tier hast, wirst du mit diesen Tieren vielleicht auf Ausstellungen gehen, spazieren gehen, du wirst immer wieder mit Menschen in Kontakt gehen durch dieses Tier. Diese Tiere oder das Tier oder was auch immer du hast, ist aber auch ein kleines Helferlein für dich, da liegt die Zauberin beim Tier, um dir eine gewisse Ordnung zu geben und immer mehr. Mag es sein, dass du einen Hund hast und mit dem wirklich regelmäßig spazieren gehen musst, dass es für dich eine Ordnung ist, ein Gewinn an Ordnung, weil du sonst vielleicht faul auf der Couch sitzen würdest, ohne es zu werten, aber das Tier hilft dir. Hast du keines Tier? Dann guck hier eine Gruppe Menschen. Die sich Sorgen um Tiere machen, mag Tierheim sein, mag Tierschützer sein oder sonst irgendwas, die hier wirklich Tiere haben, die dir zum Vorteil gereicht wären. Deine kleine Familie, hier kommt die Wahrheit zutage. Und das mit sehr großem Erfolg. Man will es noch nicht wahrhaben. Man will es noch nicht sehen, man glaubt es noch nicht, weil ja eben, wie am Anfang gesagt, hier Zweifel kommen. Darum blockiert man die Freude nicht, die eigentlich von Anfang an da wäre, bis man wirklich das alles erkannt hat. Das dauert noch ein bisschen. Das ist auch wiederum eine Entwicklung. Man blockiert erstmal um sich, lieber freue ich mich jetzt weniger, bevor es wieder nicht stimmt, so ungefähr. Und dann, bis man wirklich die Zweifel verabschieden kann und man den Erfolg auch sieht. Denn der Erfolg kommt auf einem zu.
mit Nachrichten, mit unbekannten Ereignissen und so weiter. Aber genau deswegen zweifelt man dran. Aber es mag so sein, es ist auch eben eine Entwicklung. Also hier ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Hier passiert nichts ganz plötzlich oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was plötzlich passiert, ist das Wiederkehrende, dass irgendetwas Positives wiederkehrt. Sobald man es nicht mehr anzweifelt, sobald man es frei und offen annimmt, weil hier wird auch dieses Wiederkehrende, also es, etwas Positives kehrt wieder. Du blockierst das aber erstmal. Und es kommt wieder, wenn du es annimmst, wenn du es frei annehmen kannst und diese Zweifel verabschiedest. Das ist ein peu à peu Schritt bei dir. Und das sagt er eben auch schon, deine Hauptkarte, dass das alles nichts plötzlich, sondern wirklich peu à peu, peu à peu passiert. Das heißt, lange Zeit, da wir dann nur den Oktober machen, geht es wahrscheinlich über den Oktober heraus. Dauert aber keine 10 Jahre, sondern wir reden hier von Wochen. Also dauert halt ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Der eine oder andere muss das auch peu à peu in sich zusammenschließen, sage ich jetzt mal. Gut, Familie Hammer. Dann haben wir deinen Partner hier extra noch liegen, der eben auf einer Krankheit liegt, auf Nichtwissen liegt, der hier viel Unbekanntes hat, ja, der sich mehr und mehr Gruppen Menschen und guten Situationen anschließen wird, sich verändern wird, die Vernachlässigung annehmen wird, aber auch das sind eben Schritte, er muss das eben, wie schon gesagt, machen. Dann hast du noch explizit die Tochter hier liegen, die hier auf etwas liegt, was eigentlich falsch ist, also irgendeine Situation in ihrem Leben ist falsch, die sollte nicht so sein, das erkennt sie jetzt und dadurch, durch dieses Erkennen kann sie auch die Liebe wieder annehmen und das, was verkehrt war, in Verlust gehen lassen, denn hier kommt wiederkehrende Freude, Erfolg und der Stress, den sie jetzt noch hat, kehrt sich in die Liebe, in das negative Stresses vorbei und es kommt diese schöne Heilung. Und auch Gefühle. Bei der Tochter wird das ein wenig schneller gehen, wie bei dir, weil bei ihr kommt wiederkehrende Freizeit, bei dir kommt wiederkehrendes Ablocken. Also bei der Tochter geht es schneller, wird aber auch ein großer Erfolg für die Wahrheit sein. Sie wird es erkennen und bloß schneller verarbeiten. Ihre Partnerschaft, falls sie eine hat, wird gesunder, wird schöner, wird liebevoller werden. Falls sie keine hat, kommt da ein Unbekannter, der ja, ihr schöne Augen macht, sage ich jetzt einfach mal. das wird sie entscheiden, ob sie es annehmen oder nicht. Denn hier wird sie kurzzeitig in Liebesstress kommen, eben dadurch. Aber das hält nicht lang an. Gut, die Tochter haben wir auch. So, jetzt kommen wir mal zum Spirituellen. Im Spirituellen ist diese Tochter, wie ich schon gesagt habe, eine naive, junge Energie, immer im Positiven, die du hier immer noch blockierst. Die immer wieder kommt zu dir, die dir immer wieder, du wirst immer wieder so, Gefühle haben, ist doch alles gut oder es stimmt dann doch, aber da sagt der Verstand immer noch, nein, wir hatten genug Enttäuschungen, also du blockst deine naive, unschuldige Energie immer wieder ab und sie ist eben nicht erwachsen, sie ist immer noch die Tochter, das heißt, sie hat zu wenig Energie, um diese Blockade zu durchbrechen, das musst du machen. Also du hast hier die Hilfe einer Energie in dir selber, die sehr weiblich ist, die eben klein ist, die noch nicht wirklich her ist, aber die hörst du schon immer wieder mal, die dich wirklich hier auf den Weg bringen kann. Aber du musst sie zulassen und du musst dahinschauen, die kann nicht, sie ist zu klein, sie ist zu wenig, um dich beeinflussen zu können. Obwohl das alles du bist. Gell? Also nicht vergessen, das ist nicht irgendwie ein Himmelengel oder sonst irgendwas, sondern das bist alles du. Das ist eine Facette an dir, die das einfach schon weiß, die das einfach schon merkt. Du willst das bloß noch nicht wahrhaben als Alleins im Hier, was auch immer es sein mag. Was bei dir zum Beispiel auch schön ist, ist, wenn wir jetzt energetisch und spirituell reden, ist das hier deine männliche Seite. Das heißt, du bist sehr stark ausgewogen von männlich und weiblich, obwohl du die männliche Seite hier ein bisschen verlierst. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum das alles bloß schrückchenweise geht. Weil solche Blockaden sind immer Kopfsache. Der Kopf blockiert, dass ich mich nicht immer wieder freue und dann passiert es nicht. Die Zweifel kommen immer vom Kopf und ich werte das nicht negativ, aber der Kopf kommt eben von der männlichen Energie, der immer
der immer wieder da reindrückt, die man braucht. Aber wahrscheinlich, du liegst hier doppelt, also die männliche Energie liegt hier doppelt. Das heißt, du hattest eine oder hast eine sehr starke männliche Energie und die starke, die überstarke männliche Energie geht hier in Verlust. Vernachlässigst du immer mehr und mehr, weil du eben hier merkst, dass sie zu viel ist, dass du viel zu viel im Kopf bist, viel zu viel, also zu wenig aufmachst, so muss ich sagen, zu wenig Weitsicht hast und auch dir nicht so vertraust. Der Freude, die du verspürst, vertraust du nicht. Also du musst jetzt wieder mehr zu dir zurückkommen und darum ist ja auch energetisch und seelisch diese doppelte männliche Energie angezeigt. Du hast aber wirklich Hilfe, du bekommst Nachrichten und du wirst es sehr bald merken, wenn du deine männliche und weibliche Energie wieder ausgeglichen hast, denn da bekommst du ganz schnell Nachrichten vom großen Erfolg und deine Zweifel werden unbekannt, einfach dadurch. Das heißt, hier ist der Rat, weniger zielstrebig, weniger im Kopf zu sein, mehr auf die Gefühle zu hören, die dir jetzt noch Stress machen und auch diese kleine weibliche Stimme in dir zuzulassen, die du schon einige Zeit blockierst, eben lange Zeit blockierst, also dir wird viel auftauchen, was du schon lange Zeit machst. Diesen Mann ist, also diese männliche Energie ist lange Zeit vorherrschend gewesen. Diese weibliche Energie, die so leise mit dir gesprochen hat, war auch schon lange Zeit da. Aber du hast es halt deswegen nicht gesehen und darum ist jetzt die Zeit hier, diese männliche Energie zu vernachlässigen, in Verlust gehen zu lassen und dadurch diese Stimme wieder zu hören und dadurch auch Bewusstsein und Wissen erlangst. Das ist hier energetisch und auf spiritueller Ebene eben zu tun, was du aber auch merken wirst. Und du wirst es ganz schnell merken, dass sich ein großer Erfolg einstellt, wie auch immer er sein mag, den musst du nicht sehen, der kommt direkt auf dich zu und diese Blockade dann von ganz alleine auflöst und du hier wirklich in Gesundheit und Erfüllung kommst, wie auch immer du das siehst. So, dann, lieber Skorpion, also, bei dir ist lange Zeit, das heißt, was du positiv machst oder was du auch negativ hier entscheidest und tust, wird lange Zeit bleiben, also bleib auf jeden Fall im Positiven. Und was du hier auflöst, was du hier änderst, hattest du aber auch schon lange Zeit. Also du wirst hier einen Sprung machen, um die Vergangenheit mehr oder weniger hinter dir zu lassen, sodass das Wiederkehrende wirklich bloß die Wahrheit und der Erfolg ist und nicht die ganzen Blockaden. Also hier ist ein Sprung drin, der sich aber wirklich erst entwickeln muss, peu à peu, über Wochen und wahrscheinlich über den Oktober hinaus. Obwohl du am Ende Oktober hier schon wirklich bewusst einiges wissen und einiges gelernt hast. In diesem Sinne, interessante Karten, interessante Entwicklung, so im Leben wie auch spirituell. Alles ganz schön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst,
in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.